Abend. Ich begrüße Sie zum Webinar und ja, ich übergebe mal das Wort an Irina. Ja. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend und heiße Sie herzlich willkommen zum Online-Seminar Drei Strategien, die funktionieren, vom Anfänger bis zum Profi von WH Self-Invest und Finanzen.net. Mein Name ist Irina Musaschwili und ich bin Ihre Moderatorin in der kommenden Stunde. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit gezielten Schritten die besten Sektoren jeden Monat herauspicken oder Top-Aktien des Jahres in Ihr Portfolio aufnehmen. Und was, wenn Sie auch noch einen exklusiven Einblick in das tatsächlich genutzte Depot eines Investmentprofis erhalten könnten? Heute Abend geht es genau darum, drei erprobte Anlagestrategien, die sowohl für Einsteiger als auch für versierte Anleger funktionieren. Bleiben Sie dran, denn diese Strategien könnten Ihren Anlageerfolg maßgeblich beeinflussen. Ich freue mich, dass Sie alle heute mit dabei sind und sich bereits so zahlreich eingewählt haben. Und genauso sehr freue ich mich, unseren heutigen Gast in dieser Runde begrüßen zu dürfen. Guten Abend und herzlich willkommen, Urban Jeckle. Schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo Irina, danke für die nette Anmoderation. Danke, ja, dass ich hier sein darf. Okay. Urban, du handelst seit knapp 30 Jahren Aktien und seit über 25 Jahren Futures. Als Physiker hast du früh damit begonnen, deine Handelskonzepte zu programmieren und zu testen. Was sollten unsere Zuschauer sonst noch über dich wissen? Oh, ah ja, gut, ich handle viel an der Börse. Kann mal so ein paar Sachen über mich sagen, weil ich sonst so wenig sage. Also ich habe viele, viele Hobbys nebenher und das geht auch ganz gut, weil die Strategien, wenn die einmal so fertig sind, kann ich so viele Sachen nebenher machen. Sei es zum Beispiel, ich habe zwei Kinder, ich spiele noch Fußball, ich habe Bienen, also bin Imker. Und das sind so Sachen, die ich sonst wenig erzähle. Von der Börse, ja, ich bin lange dabei, habe ein Buch geschrieben, war in Chicago auch mal auf dem Parkett im Jahr 2002, konnte da Erfahrungen sammeln. War eigentlich immer eine Leidenschaft von mir und ich habe im Laufe der Zeit auch tatsächlich meine Strategie ein bisschen verändert. Früher war ich mehr so der Daytrader, so der Kurzfristige. Das ist vielleicht auch ein bisschen altersbedingt. Ich bin jetzt immer ruhiger geworden, bin immer zu ruhigeren Strategien gegangen, von denen ich euch heute ein paar vorstelle. Also bei der ersten Strategie muss man wirklich nur einmal im Monat handeln. Und bei den anderen reicht es auch immer, dass man so einmal am Tag nach Feierabend bequem schaut und das dann umsetzt. Ja. Vielen Dank, Urban. Bevor wir in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Online-Seminars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, genug auf die Folter gespannt, denn wir haben heute Abend ja noch einiges auf dem Programm. Dann wollen wir nun direkt loslegen. Ein kurzer Hinweis: Sie bekommen im Chat auch gleich einen Link zu einem exklusiven Angebot von Urban zugesendet. Urban, jetzt bist du an der Reihe. Du kannst nun deinen Bildschirm teilen und Genau. gleich uns etwas vorab zu deinem Angebot erzählen, wenn du möchtest. Ja, vielleicht mal, bevor ich was zum Angebot sage, also im Moment der Bildschirmteil-Link, genau, der kommt jetzt gerade. Wollte mal einfach mal alle fragen, ob Sie mich gut hören. Vielleicht mal kurz in den Chat reinschreiben. Hallo, ja, man hört mich gut. Dass wir schon mal die Technik da nochmal sicherstellen. Und da, wo Sie reinschreiben in den Chat, da ist eben das Angebot, was Irina gerade geteilt hat. Und das geht über die alle drei Strategien, ein Börsenbrief, ein Signaldienst. Also ich erkläre heute ganz genau alle Strategien, aber Sie können sich im Endeffekt zurücklehnen und würden dann einfach so eine E-Mail bekommen und Sie können das für einen Monat testen für 1 Euro einfach mit diesem Angebot. Wie viel Service Sie da bekommen, also bekommen Sie jeden Tag eine E-Mail. Meistens steht drin, es ist nichts zu tun, aber da haben Sie immer das aktuelle Depot von den ganzen Strategien. Und wenn was zu verändern ist, dann schreibe ich Ihnen, jetzt wird verkauft, jetzt wird gekauft. Und einmal in der Woche mache ich dann auch noch so einen Wochenbericht, so einen Marktausblick, das ist auch jede Woche dabei. Und einmal im Monat ein Webinar, wo ich auch alle Fragen beantworte zu den Strategien. So, aber jetzt fangen wir an. Wie gesagt, der Link ist hier einfach in dem Chat. Und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo schon Rückmeldungen gibt, ob man mich gut hört oder nicht. Ich kann das im Moment nicht Man sehen, hört ich gehe dich aber. sehr gut, Urban. Okay, dann ist gut, alles klar. Und genau, wenn Sie Fragen haben, können Sie da eben einfach in den Chat reinschreiben oder mir auch eine Mail schicken, da steht auch meine E-Mail-Adresse, wenn Sie später nach dem Webinar noch Fragen haben. Dann schalte ich jetzt mal kurz meine Kamera aus, dass es nicht vor dem Vortrag stört. Schalte sie nachher wieder an.
und lasse das Mikro an. Also, das wären jetzt die Strategien, die ich heute vorstelle. Wir gehen im Endeffekt vom Anfänger zum Profi, von langsam zu schnell. Die langsamste Strategie geht mit ETFs. Da muss man nur einmal im Monat rotieren. Also nach zwei festen Regeln, die ich gleich erkläre, wählen wir einfach einmal im Monat die besten Marktgruppen aus. Dann als zweites, das sind ungefähr so 3 bis 5 Trades pro Monat, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Da suchen wir Aktien. Aus einem Universum von 1500 Aktien drücke ich jeden Tag auf einen Knopf und suche die besten 5 aus 1500 pro Strategie. Eine Strategie stelle ich heute vor. In dem Feierabenddepot sind es insgesamt 3 Strategien, aber ich stelle heute nur eine vor. Das ist die Momentum-Strategie. Und mit der hätte man so die letzten 26 Jahre sind es, genau seit 1997, so ungefähr 20% pro Jahr verdient. Und ich zeige, wie diese Strategie funktioniert und auch die aktuellen Positionen. Und dann gibt es noch eine ganz neue Strategie. Die wird erst am 11.12. Am 1.12. kommt die ganz neu in diesen Signaldienst mit rein. Das ist mein Optionsdepot, das ich live real handle seit Mai 2022, also seit letztem Jahr habe ich angefangen mit 30.000 Euro und bin mittlerweile bei 51.000 Euro. Das ist aber eher für Fortgeschrittene, da habe ich einen Videokurs letzthin dazu gebaut mit über 3,5 Stunden Videos, wo ich ganz genau erkläre meine Systematik mit den Optionen. Und wenn Sie das interessiert, mir einfach eine Mail schicken, die ist auch im Chat an info@urban-stocks.com. Und dann können Sie diesen Videokurs, der ist quasi zusätzlich, um sich da besser zurechtzufinden. Aber unabhängig davon, die 3 Strategien sind in diesem Signaldienst drin. So, jetzt fange ich an mit der ersten Strategie, nämlich der ETF-Strategie, wo wir ganz langsam rotieren, nur einmal im Monat was ändern. Und damit bekommt man aber auch immer gleichzeitig einen schönen Überblick über die Märkte. So, bevor es da losgeht, hier so der Haftungsausschluss. Alles, was ich jetzt hier in diesem Webinar sage, ist ausschließlich zu Ausbildungszwecken. Und Sie müssen natürlich davon ausgehen, dass ich zum einen hier Aktien, die ich hier zeige, selber halte. Und zum anderen sind das alles keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf. Und natürlich gibt es hohe Risiken an den Börsen und Sie müssen immer selber die Verantwortung übernehmen, das ist klar. Zu den Strategien von heute. Man kann im Prinzip so eine Investmentpyramide machen. Ganz unten von der Pyramide wäre das Buy and Hold, also wenn Sie einfach einen ETF-Sparplan machen mit Aktien, Monat für Monat einzahlen und das einfach konsequent machen, dann sind Sie schon deutlich besser als der durchschnittliche Anleger, der eigentlich eher so unterwegs ist mit Bausparverträgen oder das Geld einfach auf dem Konto liegen lässt. Mit Aktien macht man im Schnitt so 6 bis 8% in der Vergangenheit. Natürlich gibt es da auch immer wieder größere Rückgänge. Und um diese Rückgänge auszuschalten, sind die ersten beiden Strategien, die ich gleich zeige, mit ETFs, dass man immer in Rückgangsphasen rausgeht, konsequentes Stoppmanagement betreibt und dann die weiteren 2 Strategien zu Aktienoptionen, da wird man dann ein bisschen aktiver. Aber das sind alle Strategien, die man bequem nach Feierabend ausführen kann. Alle Strategien sind nur Long, also wir kaufen entweder ETFs oder Aktien oder wir sind komplett aus dem Markt. Bei Optionen agieren wir als Stillhalter auch End of Day. Also wir machen nichts hier Intraday oder ganz schnell, sondern relativ entspannt nach Feierabend alle Strategien. So, jetzt geht's los mit dem IV-Portfolio, heißt das. IV5. Also wir suchen die besten 3 aus 5 Marktgruppen. Ich gehe mal direkt da rein. Das ist dieser Kuchen hier. Also wir haben die Marktgruppen US-Aktien, Nicht-US-Aktien, Immobilien, Anleihen und Rohstoffe. Und wir wählen einmal im Monat immer die besten 3 aus den 5, die gleichzeitig in einem Aufwärtstrend sind. Die Marktgruppen können dargestellt werden über ETFs. Das ist mal das Basisprinzip. Und wo kommt das her? Das wurde beschrieben in diesem Buch von diesem Fondsmanager aus den USA. Er heißt Mapp Faber und er hat dieses Buch geschrieben, The IV Portfolio. IV
steht für Efeu. Und Efeu steht für als Symbol für die Elite-Universitäten. Wir sehen hier so ein Bild von so einer Elite-Universität, Harvard oder Yale. Und die haben diese Strategie im Endeffekt entwickelt. Und da gibt es halt so schöne Bäume und da gibt es auch das Efeu. Und deswegen heißt es das Ivy-Portfolio. Und Meb Faber hat halt geschaut, wie diese Elite-Strategien ihr Geld anlegen und hat es nachgebaut. Und hier bei der Yale-Universität, ein Gesicht, was da jahrzehntelang aktiv war, war David Swensen. Er ist leider letztes oder vorletztes Jahr verstorben. Der hat hier 1985 das Management von der Yale-Universität übernommen und diese schwarze Kurve war seine Performance. Und ganz wichtig, das ist eine Universitätsstiftung. Also er will nicht mit dem Geld wirklich große Risiken eingehen, sondern der Kapitalerhalt ist das Wichtigste für ihn. Und Faber hat dann in seinem Buch die ganzen Berichte studiert und hat gesehen, dass er mit zwei einfachen Regeln in seinem Modell die Performance von den Stiftungen Harvard und Yale erreichen kann, ungefähr. Und auch mit ähnlichen Schwankungen. Beste Jahr war ähnlich, das schlechteste Jahr war ähnlich. Er hat eine hohe Korrelation geschafft und hat es in seinem Buch zusammengefasst. Und die zwei Regeln sind relativ einfach. Also er nimmt, wie gesagt, diese fünf Marktgruppen und wendet einmal im Monat nur diese beiden Regeln an. Die erste Regel heißt Verluste begrenzen und die zweite Regel heißt immer die besten Teams suchen. Also jetzt war gerade wieder Champions League gestern. Man setzt quasi immer eher auf die Gewinner. Und bleib bei denen, solange die gewinnen. Das kann man sich so bei der Champions League ganz gut vorstellen. Solange die Teams in der Champions League spielen, verdienen sie viel Geld und werfen für ihre Anleger dann auch viel Geld ab. Und dann bleibt man besser bei denen. Und sobald die anfangen zu verlieren, wenn jetzt eine Mannschaft nicht mehr in die Champions League kommt, dann steigt man aus denen aus. Aber die erste Regel, die wichtigere von beiden, ist immer konsequent, die Verluste zu begrenzen. Und das passiert einfach durch die 200-Tage-Linie. Und da wir einmal im Monat schauen, ist das der 10-Monats-Durchschnitt. Der 10-Monats-Durchschnitt ist ungefähr so was wie die 200-Tage-Linie. Und wir sehen hier ganz langfristig den S&P 500 in schwarz. Hier zum Beispiel dieser Rückgang da in den 30er Jahren. Und dann sehen wir, der 10-Monats-Durchschnitt geht dann einfach raus. Dann sind wir halt hier flat und nicht im Markt investiert. Und das bringt uns auf Dauer. Verschont uns von diesen hohen Rückschlägen und bringt uns auf Dauer mehr Rendite, wie wir hier sehen, wenn wir das mal linear auftragen. Also hier war eine logarithmische Skala, da wird es nicht so richtig deutlich, das ist trotzdem so ein Faktor 5 oder so besser. Und hier wird es richtig deutlich, das wäre dann halt so ein exponentielles Kapitalwachstum. Das kann man da nicht so richtig darstellen. Aber der Durchschnitt bringt auf jeden Fall was und hilft uns, diese großen Rückgänge zu vermeiden. Das ist aus dem Buch von Meb Faber, darum hört es hier 2008 auf, aber das zeigt das Prinzip. Und welchen Durchschnitt man hier wählt, ob man hier 6 Monate, 8 Monate, 10 oder 12 nimmt, das ist ziemlich egal, weil wichtig ist, dass man die Rückgänge vermeidet. Also wenn der Markt fällt, kriegt man natürlich schon einen kurzen Rückgang, aber man macht keine großen Rückgänge. Also so zum Beispiel 2008 haben die Märkte ja teilweise bis 50% verloren oder auch in 2000 bis 2003, da hat der Nasdaq 80% verloren. Da steigt man dann halt aus und macht es nicht 2 Jahre, so ein Abwärtstrend mit. So. Und das hatte ich gerade gezeigt. 5 Marktgruppen nimmt Meb Faber in seinem IV-Portfolio. Die US-Aktien sind die wichtigste Aktienkategorie. Das 60% der Marktkapitalisierung weltweit liegt in US-Aktien. 40% liegt in Nicht-US-Aktien. Diese zwei Universen werden über ETFs abgebildet. Und dann gibt es noch Immobilien, Anleihen und Rohstoffe. Und aus diesen 5 werden immer maximal 3 genommen. Also im Moment ist nur eine Marktgruppe drin, nämlich die Rohstoffe, weil alle anderen waren jetzt zum Monatswechsel unter dem 10-Monats-Durchschnitt. Dann geht dieses Geld in kurzlaufende Anleihen quasi Cash. Da kann man jetzt auch 5% damit bekommen. Aber wenn die Börsen steigen und mehrere Marktgruppen steigen, dann wird immer in die 3 gegangen, die die letzten 10 Monate am stärksten waren. Also zum Beispiel 2000 bis 2008. Dann wäre man zum Beispiel hier in den Orangenen sind die Rohstoffe, grün S&P 500 drin und vielleicht nicht US-Aktien. Und wenn die Märkte dann
fallen, dann steigt man immer nach und nach aus denen aus, die zum Monatswechsel unter dem 10-Monats-Durchschnitt sind. Und wenn man das einfach backtestet, da habe ich halt so Backtest-Software, das habe ich in meinen Büchern dokumentiert oder in zahlreichen Artikeln bei Börse Online, dann bekommt man tatsächlich so eine Kurve hier raus. Und mit Fabers Buch war ja hier 2008, wo der die Regel publiziert hat, die Regeln. Und da war auch der größte Rückgang übrigens von der Strategie, 22%. Und im Durchschnitt erreicht die Strategie aber so circa 9% pro Jahr, inklusive Handelskosten, die hier berechnet sind, 0,1% pro Trade. Mit ETFs ist das ziemlich realistisch, die sind ja sehr liquide. Und in 2023 haben wir hier einen kleinen Verlust, aber insgesamt ist es eigentlich so, meistens gewinnt man so zweistellige Renditen relativ entspannt. Das machen viele Kunden von mir, die so auf meine Seminare kommen, die eher so größeres Geld haben, weil man hier nicht so viel agieren muss, sondern das Geld einfach zum Beispiel bei einer ganz normalen Bank, Consors oder so irgendwo liegen hat und dann so ab und zu, das sind so drei Trades pro Jahr, die diese Strategie macht und dann da ab und zu mal umschichtet und ganz bequem so auf circa 9% pro Jahr kommt. So, wie ist der aktuelle Stand? Was wäre im Moment investiert im Feierabenddepot in dieser Strategie? Es wären jetzt nur die Rohstoffe, weil die anderen Marktgruppen sind alle unter dem 10-Monats-Durchschnitt. Wir sehen die Rohstoffe, die waren die letzten 10 Monate stark. Hier war der Einstieg und da sind wir jetzt wieder noch drin, weil wir sind über diesem 10-Monats-Durchschnitt. Die Rohstoffe. Und die US-Aktien sind hier kurz knapp rausgefallen, nachdem die hier lange drin waren. Und dann sind wir ausgestiegen. Wenn der Markt jetzt wieder steigt, dann kann es sein, dass wir da wieder reinkommen. Es könnte schon sein, um dann vielleicht von dieser Jahresendrallye zu profitieren, wenn sie kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann steigen wir jetzt auch nicht mehr ein. Also wir reagieren natürlich, wenn es im November gut wird, verpassen wir hier einen kleinen Gewinn. Erhöht aber die Chance, dass dann der Dezember auch gut wird. Das ist halt so ein Trendfolgemodell, was ganz mechanisch, simpel den Märkten folgt. Und Aktienrestwelt, da sind wir in einem Abwärtstrend, da gehört auch der DAX dazu und die asiatischen Märkte. Da gehen wir im Moment nicht rein und ebenso wenig bei den Immobilien. Hier war das letzte Signal in diesem Aufwärtstrend 2021. Und ebenso bei den Anleihen, da war der Aufwärtstrend nur früher bis in Corona rein. Aber dann hat es die Anleihen ziemlich zerlegt mit diesen Zinserhöhungen. Und das Modell sagt, es ist noch zu früh, in Anleihen zu gehen. Also hier reden wir von den langlaufenden Anleihen. Genau, die reagieren natürlich ziemlich stark auf steigende Zinsen. Dann fallen die. Und wenn die Zinsen wieder fallen, was ja nächstes Jahr vielleicht der Fall sein wird, dann steigen die. Dann könnte es auch wieder sein, dass wir hier einsteigen, aber noch sagt das Modell, es ist zu früh für die Anleihen. So, das wäre die Strategie mit den ETFs. Und an dieser Stelle die Frage, ob es hier schon mal Fragen gibt. Mal kurz meine Kamera an. Wenn nicht, würde ich einfach mit der zweiten Strategie direkt weitermachen. Vielen Dank, Urban. Uns haben auf jeden Fall einige Fragen erreicht. Beginnen wir gleich mit der ersten. Sollte man bis zum Monatsende warten, wenn am Monatsanfang schon gesehen wird, dass der Markt kollabiert? Das ist so, ja. Also wir warten ganz konsequent und wir sehen hier einfach, wir haben drei Marktgruppen, in die wir investiert sind. Und meistens kollabiert nicht der ganze Markt. Also wenn jetzt zum Beispiel der US-Markt kollabiert, dann ist das Schöne an dem Modell, wir sind nur zu einem Drittel in den US-Aktien drin und in zwei Dritteln sind wir irgendwo anders. Und meistens sind die, manchmal sind die natürlich ein bisschen korreliert miteinander, aber manchmal auch nicht. Und mit dem Kollabieren ist halt immer relativ. Oft genug ist es halt so, dass die Märkte wieder korrigieren und wieder hochgehen und nicht einfach so einen kompletten Monat runtergehen. Und wenn das so ist, wie gesagt, dann sind wir nur zu einem Drittel drin. Und das ist halt die erste Stufe nach dem Buy and Hold. Bei dem Buy and Hold ist man ja komplett immer drin. Und hier geht man raus, aber halt immer nur zum Monatsende. Es hat alles Vor- und Nachteile. Man hat den Vorteil,
dass man nicht so Schwankungen hat, dass man raus reingeht, wie bei der 200-Tage-Linie zum Beispiel. Okay. Alles klar, vielen Dank. Eine weitere Frage, die uns vom Publikum erreicht hat. Lässt sich der Trend der letzten 10 Monate auch auf Kryptowährungen anwenden? Ich habe mal Backtests gemacht bei Kryptowährungen und das ging auch. Und ich habe da auch so ein IV-Portfolio mit Kryptowährungen gemacht. Man könnte es eigentlich als sechste Marktgruppe dazu nehmen, es funktioniert, aber mit Kryptowährung hat eine deutlich höhere Volatilität und hat so ein gewisses Eigenleben. Das Modell funktioniert da drauf, aber ich habe es jetzt eher so ein bisschen konservativer hier gehalten. Super, vielen Dank, Urban. Dann kannst du auch gleich wieder weitermachen mit deinem nächsten Part. Okay, danke für die Fragen. Mach die Kamera wieder Sehr gerne. aus. Dann kommt der zweite Teil. Und jetzt geht es um Aktienstrategien. Mit denen habe ich angefangen im Feierabenddepot. Das ist das Wichtigste. Und die meisten meiner Kunden handeln auch am ehesten Aktien. Und das ist quasi die nächste Stufe. Und ich finde es selber super spannend, wie man aus Aktien gute Aktien rausfindet, weil also meine ersten Aktien habe ich gekauft 1995. Damals habe ich das so gemacht. Ich habe die Börse online gekauft, habe mir da irgendwelche Aktien gekauft einfach, was da so drin stand. Und obwohl damals die Märkte gestiegen sind, ist es mir 2 Jahre lang gelungen, kein Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich relativ normal, dass man am Anfang an der Börse seine Zeit braucht, um Geld zu verdienen. Und da hilft es, dass man sich quasi an so Modellen orientiert, die ich jetzt hier mal vorstelle. Wenn ich die damals schon gehabt hätte, wäre ich da auch schneller ja, erfolgreich gewesen. Da gibt es zum Beispiel dieses Paper hier von Pim van Vliet, Balthasar und Laurens Winkel, sind 3 niederländische Fondsmanager. Die haben untersucht, welche Faktoren an der Börse bringen eigentlich langfristige Renditen und haben dann gesehen, es sind diese Faktoren hier. Also, null bedeutet, dass man gleich gut ist wie der Durchschnitt und darüber bedeutet, dass man besser ist mit den Faktoren. Momentum ist der beste Faktor nach ihren Untersuchungen. Also damit bekommt man eine Outperformance. Das zeige ich gleich, was damit gemeint ist mit Momentum. Im Endeffekt, dass man Aktien kauft, die schon am Steigen sind, die schon gestiegen sind und am besten ungefähr ein Jahr. Das hört sich ein bisschen seltsam an, weil man denkt, okay, wir kaufen die Aktien am Hoch, alles was hochgeht, kommt wieder runter. Das ist aber nicht so. Wenn Sie mal an so Aktien denken wie Apple, Amazon, die sind jetzt schon Jahrzehnte gestiegen und einfach erfolgreiche Firmen führen oft den Erfolg weiter und das zeigen einfach diese quantitativen Untersuchungen, dass es besser ist, in die Aktien zu gehen, die ganze Zeit steigen. Als zweites, Dividenden, die bringen auch was. Also eher Aktien kaufen, die Dividenden zahlen. Als drittes, die Saisonalität. Das ist so ein Faktor, der relativ unterschätzt war über viele Jahrzehnte, der aber immer so mehr in das Bewusstsein kommt der Anleger. Und auch das bringt eine Outperformance. Saisonale Effekte sind zum Beispiel am Monatsanfang kommt Geld rein oder diese Weihnachtsmann-Rallye kennt jeder oder im Winter sind, mach mal, gibt es Rohstoffknappheit und solche Sachen, kennen viele als saisonale Effekte. Es gibt aber auch einfache saisonale Effekte, zum Beispiel Jahreshauptversammlungen von Firmen sind immer im gleichen Monat. Und dann kann es sein, dass bestimmte Aktien immer in diesen Monaten eher steigen. Und diese Aktien werden dann auch eher gekauft, zum Beispiel im Feierabenddepot. Dann gibt es einen Faktor, der zuletzt ganz bekannt wurde. Minimum Vola. Also die letzten paar Jahre gab es da bei der VTAD, wer das kennt, so ein Börsenverein in Deutschland, wo sich so technische Analysten austauschen. Da gab es den Preis dafür. Die Aktien, die am wenigsten schwanken, also unspektakulär. Ich habe nachher ein Beispiel, General Electric. Unspektakulär ein Jahr gestiegen unter niedrigen Schwankungen. Sowas ist auch besser als der Durchschnitt. Und dann gibt es fundamentale Faktoren, zusammengefasst zum Beispiel in diesem Buch hier von O'Shaughnessy, What Works on Wall Street. Und der beste fundamentale Faktor ist nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern das Kurs-Umsatz-Verhältnis, aber zusammen mit dem Trendmomentum. Also Aktien, die niedrig bewertet sind, gleichzeitig einen guten Trend haben. So als Literatur, Stocks on the Move von Andreas Klino ist ein gutes Buch.
wer sich mit Momentumstrategien beschäftigen will. Und Saisonalität ist leider nur in Englisch J. Keppel, Seasonal Stock Market Trends. So, dieses Angebot gibt es von mir. Da haben Sie am Anfang in dem Chat den Link geteilt oder schicken mir eine Mail. So, von der Theorie zur Praxis. Wir haben 1500 Aktien. Ich nehme die US-Aktien, weil die besonders liquide sind. Das können Sie mit einem guten Broker handeln, zum Beispiel mit WH Self-Invest. Kann man gut US-Aktien handeln. Und wie kann man jetzt die Besten aus diesen 1500 finden? Also die Besten immer in Anführungsstrichen. Damit meine ich, die nach diesem Modell jetzt gerade das höchste Momentum haben oder die beste Saisonalität. Wie können wir die finden? Das geht einfach erstmal über eine gute ba Datenbasis. Also ich habe so eine Datenbank von Norgate, die kostet allein schon 2.000, 3.000 € im Jahr. Und diese Daten, die schaue ich mir einmal am Tag an und dann werden die sortiert. Also diese 1500 Aktien, durch Knopfdruck sortiere ich die, dass ganz oben, hier ganz rechts, gibt es einfach so eine Rangliste. Und da sind die ganz oben, die zum Beispiel im letzten Jahr am stärksten gestiegen sind. Das wäre ein Faktor und gleichzeitig niedrige Schwankungen. Da kann man die Faktoren unterschiedlich gewichten und kriegt am Ende so einen Rang hier. Und nachdem wären dann zum Beispiel die obersten fünf in dieser Momentum-Strategie Monat für Monat gekauft. Jetzt ein bisschen zu den Parametern, was ich jetzt hier zeige, das zeige ich meistens so in meinen Seminaren, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht nur so eine Strategie als Blackbox handelt, sondern dass man auch versteht, warum es funktioniert. Also der Momentum-Effekt, Gewinner bleiben Gewinner. Hier hat mal jemand das untersucht in einem Paper. Kennt Daniel Moskowitz, das Paper hieß Momentum Crashes. Also sie haben sich angeschaut, sie wollten suchen, wo funktioniert Momentum generell schlechter und haben sich angeguckt, Aktien, die die letzten 6 Monate gestiegen sind, wenn wir die immer kaufen oder wenn wir immer Aktien kaufen, die die letzten 6 Monate gefallen sind. Und wir sehen immer, wenn wir Monat für Monat immer die kaufen, die gefallen sind, dann verlieren wir nur Geld. Das ist so eine Supermarktmentalität. Man denkt so, okay, irgendwas hat letzten Monat noch 100 € gekostet, jetzt kostet es nur 40 €, jetzt kaufe ich es, weil es ist ja 100 € wert. Aber an der Börse sind die Regeln ein bisschen anders. Dadurch, dass die Aktie gefallen ist, hat es meistens irgendeinen fundamentalen Grund. Denken Sie mal als Extrembeispiel die Wirecard. Die war ja jahrelang, ist sie gestiegen, dann war das ein Momentumwert, wo die angefangen hat zu fallen, dann die ist nur noch gefallen und gefallen. Da war, hat sich gezeigt, das ist eine Betrugsfirma und das lohnt sich da nicht mehr, die zu kaufen. Übrigens, der Fall war nicht so innerhalb von einem Tag oder so, sondern es hat sich 1,5 Jahre hingezogen, weil die Frage ja auch kommt und die ist auch berechtigt. Wenn man in Momentum geht, Momentum korrigiert, wie zum Beispiel hier im Jahr 2000, dann gibt es die Rückgänge. Aber generell ist es gut, die Aktien zu kaufen, die in letzter Zeit gestiegen sind. Man ist besser als der Gesamtmarkt, das ist die hellgrüne Kurve, und besser als der risikolose Zins. Ach so, nicht, dass Sie sich wundern, die Grafik ist auch schon ein bisschen älter, weil die Inflation wäre jetzt höher hier, der risikolose Zins und so wäre jetzt auch mal ein bisschen gestiegen. So, wichtig ist noch, welche Aktien man nimmt. Also ich nehme immer das US-Universum, weil wir hier die höchste Liquidität haben. Dann, wir sehen hier vom Backtest her, dann können wir über 20% kommen im Backtest. Und wenn wir hier Aktien haben, die weniger liquide sind, dann sind die Handelsgebühren höher. Und ein guter Broker ist wichtig, aber vor allen Dingen das Universum. Und da halte ich mich am liebsten an die US-Aktien. So ein wichtiger Parameter, wie lange schauen wir zurück? Also stellen Sie sich vor, eine Aktie ist jetzt ein Jahr gefallen. Und der letzten Monat ist sie gestiegen. Das wäre hier bei 30 Tagen. Bei unten, wie lange schauen wir zurück? Dann wäre sie jetzt 30 Tage gestiegen. Hier bei 30 Rendite 8% in dem Backtest. Mit diesem Backtest, wo wir halt Tag für Tag schauen, welche Aktien steigen am stärksten. Und dann immer in die stärksten gehen und die schwachen fallen immer wieder raus. Also die letzten 30 Tage machen wir noch nicht so viel Rendite. Letzte 90 Tage ist das Buch von Andreas Klino. Der ist Fondsmanager in Zürich, den habe ich auch mal besucht. Er hat dann auch gesagt, dass die Parameter von seinem Buch nur zu Ausbildungszwecken sind, nicht unbedingt die besten.
Da kommt das auf 12 bis 14%. Und O'Shaughnessy, das war dieses Buch am Anfang, was ich da kurz geteilt hatte, mit einem Jahr ungefähr 10 Monate kommen wir auf die besten Renditen. 10 bis 12 Monate, da arbeite ich auch damit bei meinem Signaldienst im Feierabenddepot. So, und das zeigt so mein Backtest. Und länger geht auch, also Sachen, die so 2 Jahre steigen, ist besser zu kaufen als die Sachen, die nur 10, 20 Tage steigen, ist eher zu kurz. Trailing Stop, also wir steigen ja nicht nur aus, ein, wir müssen irgendwann auch aussteigen oder zumindest Verluste vermeiden. Da habe ich auch mal einen Backtest gemacht. Die Stops, wenn wir so Aktien mehrere Tage, Wochen, Monate halten wollen, müssen mindestens 15% weglegen, eher 20%. Da arbeite ich meistens so, wenn die Stops zu kurz sind, dann wird man nur ausgestopft. Weil manche Aktien, die können gut und gerne mal 5% oder so an einem Tag verlieren. Und gerade so Werte wie Nvidia, also Momentumwerte, brauchen eher mehr Zeit, mehr Platz zum Atmen, also eher 15 bis 20% Stopp. Dann auch eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, beziehungsweise die Literatur, die ich hier einfach zitiere. Wie lange wirkt eigentlich Momentum? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe, die 6 Monate gestiegen ist, da schauen wir uns hier an, 6 Monate Rückschaulänge, also nicht 10 oder 12 Monate, sondern nur 6 Monate, dann steigt die noch 3 Monate ganz gut. Vorne sind die Gewinner, hinten die Verlierer. Die Gewinner bleiben die Gewinner die nächsten 3 Monate. Nach 6 Monaten verschwimmt das schon. Es sieht noch ähnlich aus, aber das Lob, die Steigung ist nur 0,07. Vorher war es 0,32. Also von dem Effekt ist nur noch ein Fünftel übrig, obwohl die Kurve ähnlich aussieht nach 6 Monaten. Und nach 12 Monaten ist gar nichts mehr übrig. Wenn wir 6 Monate zurückgeschaut haben, wenn wir 9 oder 10 Monate zurückgeschaut haben, hält es ein bisschen länger. Ich vergleiche das immer so mit einem Auto, wenn man so ein Spielzeugauto, wenn man das so anschiebt, dann rollt es ja ein Stück weiter, aber das rollt nicht wesentlich weiter als die Strecke, wo man es angeschoben hat. So stelle ich mir das immer vor. Und irgendwann ist der Momentum-Effekt zu Ende. Das bedeutet aber nicht, dass die Aktie nicht länger steigen kann. Das bedeutet nur, dass man seine Momentum-Aktien pflegen muss. Das heißt, man muss draufschauen. Und das kann ein PC erledigen. Oder wenn man selber Aktien im Depot hat, muss man immer gucken. Sind die noch im Trend? Sind die noch von den stärksten? Oder gibt es mittlerweile schon andere, die die Aktien abgelöst haben? Also der erste Faktor ist der Trend. Und als zweites nehme ich noch diese Schwankung mit rein, wo es hier den VTRD Award gab 2019. Nämlich, ja, das ist hier, wer sich dafür interessiert und da tiefer einsteigen, von der RWTH Aachen, eine Studie. Die haben halt gefunden, dass die Volatilität, die Schwankung zum Momentum noch ein zweiter guter Faktor ist. Und dieser Autor hat es auch untersucht, Pim van Vliet, in dem Buch. Und das ganze Buch im Endeffekt ist es auf diesen 2 Seiten zusammengefasst, die ich Ihnen jetzt zeige. Die eine Seite hier, Aktien mit niedriger Schwankung sind auf Dauer besser als Aktien mit höheren Schwankungen. Es sieht jetzt nicht so viel aus, aber es ist auch eine logarithmische Skala. Es ist 18 mal besser. Die Aktien mit geringer Volatilität schlagen Aktien mit hoher Volatilität um den Faktor 18. Und er sagt in seinem Buch, diese Grafik habe ich noch, 3 Faktoren sind gut für den Erfolg. Einkommen, also gute fundamentale Kennzahlen. Das mache ich über die Auswahl des Universums, also diese 1500 Aktien. So ein spezielles Universum von mir, wo hauptsächlich Aktien drin sind, die einfach Gewinne machen. Also, dass da jetzt nicht so Luftblasen drin sind, sage ich mal, so wie früher am neuen Markt. Wenn man aber so ein Universum hat, dann kann man da drin sortieren nach dem stärksten Momentum, also Trend der letzten 12 Monate. Und als zweites nach den Schwankungen, dass sie möglichst niedrig sind, also das Risiko. Und jetzt zeige ich mal so ein paar Beispiele. Also die beiden Faktoren, Theorie war halt hoher Trend und niedrige Schwankungen, werden jetzt in die Praxis umgesetzt. Dann kommt hier zum Beispiel so eine Nvidia rein im Jahr 2021, weil sie hier ein Jahr einen Aufwärtstrend hat, wie wir hier sehen, und gleichzeitig von den Schwankungen hier unten zurückgeht. Also ich würde es jetzt nicht direkt kaufen, wenn die hier so eine
hohe Schwankung hat und so einen hohen Berg hat. Und wir können sie auch nicht kaufen, wenn sie hier den Abwärtstrend hat, weil dann hat sie kein Momentum. Dann können wir sie hier überall nicht kaufen, hier auch noch nicht. Also wir fischen nicht das Tief ab. Das ist auch nicht unser Anspruch, sondern nachdem sie hier wieder so ein Dreivierteljahr steigt, also erst hier kann man dann einsteigen. Da denkt man, okay, das ist ja relativ spät, aber dann hat sie hier noch diesen Anstieg nach oben gemacht. Und hier war ein optimaler Zeitpunkt, weil hier die Schwankungen niedrig waren und der Trend hoch. Und dann hat das Modell die nach vorne gespült. Nochmal zur Erinnerung, 10, 11 Monate zurückschauen. Also hier so 10, 11 Monate zurückschauen. Und dann kam die jetzt zum Beispiel hier in das Feierabenddepot und dann kamen Quartalszahlen, die positiv überrascht haben. Das weiß man natürlich vorher nicht, aber wenn so ein Trend so war, da haben manche vielleicht auch Insider hier schon ein bisschen mehr gewusst und ist dann hier hochgegangen. Eine nächste, die ich zeigen wollte, General Electric. Die hat generell wirklich einen ganz, ganz schönen Trend hier. Der hat sich auch noch fortgesetzt. Die wurde gekauft, weil die hier auch niedrige Volatilität, schöner Trend, so circa 9 Monate lang. Adobe, die ist auch so eine künstliche Intelligenzaktie, wobei manche die so gar nicht auf dem Schirm haben als künstliche Intelligenzaktie, weil die hat ziemlich viel mit Adobe Photoshop, ziemlich viele Funktionen eingebaut, um dem Benutzer die Bedienung einfacher zu machen. Und die hat hier halt auch einen guten Trend, niedrige Vola. Ist auch immer noch drin im Feierabenddepot. Und auch mal so ein paar Beispiele, das funktioniert nicht immer so. Also hier Copart, die ist dann erstmal seitwärts gelaufen, ist übrigens auch immer noch drin. Oder Mercado Libre, hier der Einstieg, super Trend, niedrige Vola und ist dann halt trotzdem hier gefallen. Und dann wurde sie abgelöst durch eine bessere Aktie. Die hat hier so, ja, wie viel sind das ungefähr? Knapp 8 bis 10% verloren und dann wurde hier ausgestiegen und rotiert. Womit wir bei den Ausstiegen sind, also wir gehen ja nicht nur in die Aktien rein, wir müssen irgendwann mal ja auch raus. Und das geht quasi einfach genau wie mit dem Einstieg. Also beim Einstieg sortieren wir, kaufen wir die 5, die ganz oben sind, ganz am Anfang. Aber irgendwann, wenn wir jeden Tag sortieren, dann ist die oberste am nächsten Tag vielleicht schon auf Platz 6 oder am übernächsten Tag auf Platz 8. Und ich habe das dann so programmiert, wenn die zum Beispiel aus den Top 20 oder aus den Top 10% fällt, hier auf eine bestimmte Schwelle, da drunter fällt, dann fliegt die aus dem Depot und dann wird wieder hier von oben eine genommen. Aber wir können nicht die sofort raussortieren, wenn die auf Position 6 sind, weil dann würden die Handelskosten zu groß werden. Also das sind die Ausstiege. Das heißt, Aktien, die nicht mehr so unter den Top 10% sind oder bei Andreas Kline zum Beispiel Top 20 aus 500 beim S&P 500, glaube ich, oder 50 aus 500, glaube ich, das war auch 10%. Wenn die nicht mehr in den Top 10% sind, dann werden die dann hier verkauft und werden durch eine andere ersetzt. Wie sieht jetzt der Backtest aus von dieser Strategie? Das zeige ich Ihnen hier. Also es sind ungefähr so 2 Trades pro Monat, 22 pro Trades pro Jahr, was diese Strategie macht. Und die hat auch den Filter drin von der ersten Strategie. Also wenn die Märkte im Abwärtstrend sind, ich nehme hier den 380-Tage-Durchschnitt für den Abwärtstrend. Also wir sind jetzt hier noch drin, obwohl die Märkte jetzt kurz korrigiert haben im Oktober, könnten wir drin bleiben. Aber manchmal gibt es so Phasen, wo wir flat sind. Gab es auch letztes Jahr so eine Phase, da waren wir nicht mehr investiert, dann ist es halt so. Und dieser Backtest war 23% pro Jahr, aber 16% ab dem Jahr 2000. Also hier war natürlich ein extremer Momentumanstieg über diese Technologieblase oder auch hier in Corona. Das sind so Ausnahmejahre. Also das kann man nicht versprechen, dass man hier so 50% oder so pro Jahr macht. Aber so 15% pro Jahr hat man öfter schon gemacht. Also hier noch ein weiterer wichtiger Ausstieg, diese 380-Tage-Linie, wenn wir in Abwärtstrend gehen. Und so sind die aktuellen Zahlen. Das habe ich heute aktualisiert. Entschuldigung.
15% in diesem Jahr, 6% im November hat die Momentumstrategie erreicht. Hat natürlich auch mal schlechte Monate drin, zum Beispiel der September oder Oktober, wenn die Gesamtmärkte korrigieren. Aber die haben sich erstaunlicherweise zum Glück ganz gut gehalten, die Momentumstrategie. So, da gibt es noch einen längeren Backtest. 1965 bis 1981, weil das so eine inflationäre Phase war, wollte ich auch mal mit Ihnen noch ganz kurz teilen. Da war der S&P 500, hat hier mal 50% verloren und nur 2% pro Jahr verdient. Und die Momentumstrategie hier in dem Universum S&P 500 hätte immerhin 11% noch verdient und größter Drawdown war 28%. Das waren so die Ergebnisse. Also war auch das schlechteste Jahr minus 15%. So, das wäre der zweite Teil meiner Präsentation. Dann mache ich nochmal die Kamera an und setze mal ein Vielen bisschen lieben höher. Dank, Denk mal Urban. was. Wir haben auch wieder zahlreiche Fragen aus dem Publikum. Im Hinblick auf die Zeit müssen wir uns ein bisschen kürzer halten. Eine Frage aus dem Publikum wäre: An welchem Punkt sollte man einen Stopp bei den Aktien setzen? Unter die letzte Unterstützung oder wo genau? 20% zeigt der Backtest, wenn man eine Unterstützung hat, unter die letzte Unterstützung oder was wir vorgestern im Webinar gesehen haben, die 100-Tage-Linie ist auch ganz gut. Das entspricht aber ungefähr diesen 15 bis 20%. Super, ich danke dir vielmals. Du hast, was die Zuschauer auch brennend interessiert, ist das Thema künstliche Intelligenz. Zählen KI-Aktien dieses Jahr bereits zu den Gewinnern? Ja gut, Nvidia ist drin im Depot, Adobe ist drin und ja klar, künstliche Intelligenzaktien, die sind und ja, auf jeden Fall von meiner Meinung her dazu, jetzt mal unabhängig von den Modellen, ich vergleiche es immer so ganz gerne mit dem Jahr 2000, die Technologieblase ging 3, 4 Jahre und die künstliche Intelligenzaktien, die sind jetzt erst ein Jahr dabei. Klar gab es da so einen Hype, aber ich sehe noch nicht das Ende, sondern ich sehe da schon noch, dass es noch Potenzial hat, aber immer mit einem guten Money Management, also nie alles auf eine Karte setzen, mit Risikokontrolle, aber sehe ich das positiv. Super, ich danke Ihnen vielmals, dir vielmals. Okay. Dann kannst du auch gleich mit dem dritten Part weitermachen. Okay. Beim dritten Part, das ist jetzt ein bisschen das Anspruchsvollste, mache erstmal so eine kleine Präsentation hier. Und da habe ich einen Videokurs gemacht. Achso, erst Präsentation, dann zeige ich Praxisbeispiele aus der Plattform. Da habe ich einen ganz neuen Videokurs gemacht, wo ich die Strategien alle erkläre. Wenn Sie das interessiert, einfach mir eine E-Mail schicken, dann mache ich da ein besonderes Angebot. Also es sind so ein paar hundert Euro, was der Kurs kostet. Und über Finanzen bekommen Sie da ein besonderes Angebot, wenn Sie mir eine E-Mail einfach zukommen lassen. Und das Besondere an meinem Kurs ist, dass ich Ihnen das quasi als Co-Pilot vermittle. Also ich habe da so in der Plattform, zum Beispiel wenn Sie CapTrader nutzen, bekommen Sie von mir so ein File, dass Ihre Plattform schon mal genau gleich aussieht wie meine. Dann können Sie dem Videokurs ganz gut folgen und diese Plattform erlaubt auch einen Paper-Trading-Modus. Das heißt, Sie können es erstmal ohne Risiko einfach mal üben, 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 bis Sie das alles verstehen, um dann im Endeffekt das nachher perfekt umzusetzen. Aber ganz wichtig, da habe ich jetzt nochmal einen zusätzlichen Haftungsausschluss. Bei Optionen als Stillhalter sind die Risiken höher als mit Aktien, weil wir agieren mit Hebeln und können im schlimmsten Fall auch mehr verlieren, als auf dem Konto Kapital liegt. Das muss man einfach wissen. Deswegen ist wichtig, dass man sich da gut auskennt. Und deswegen empfehle ich da erstmal Paper Trading Modus, bevor man da richtig anfängt. So. Gut. Ich habe jetzt hier am Anfang eine Vereinfachung, um auch ein paar Anfänger, die das Thema nicht so kennen, abzuholen. Die Profis mögen mir das verzeihen. Danach erkläre ich dann so ein bisschen ein paar professionellere Sachen, zum Beispiel den Zeitwert und auch die aktuelle Position. Aber ich fange jetzt mal so an mit so einem Einstieg, Warren Buffett und Optionen.
Wie könnte er denn eigentlich fast immer gewinnen? Die meisten kennen ihn ja, dass er einfach Aktien kauft, egal wie die stehen, einfach wenn die fundamental günstig sind, kauft er sie. Aber was viele nicht wissen, er handelt auch Optionen, er sichert seine Position ab und er verkauft auch Puts. Und wie kann er mit den Puts zum Beispiel Geld verdienen als Stillhalter? Das habe ich hier mal gezeigt. Wenn wir hier einfach mal die Apple-Aktie haben, er verkauft einen Put. Zum Beispiel Apple steht jetzt ungefähr bei 180 und er verkauft einen 150er Put. Wenn dann die Apple-Aktie steigt, dann kassiert er einfach die Prämie und okay, er kriegt jetzt die Aktie nicht, aber die Aktie steigt und er verdient einfach die Prämie von dem Put, dann ist es für ihn eine gute Situation. Wenn die Aktie seitwärts geht, dann verfällt der Put auch und er kassiert auch die Prämie. Und das Einzige, was nicht gut ist für ihn, wenn die Aktie fällt, weil dann wird dieser Put ja mehr wert und er kassiert zwar die Prämie, aber dann wird dieser Put teurer. Das heißt, er macht hier einen kleinen Verlust. Aber gleichzeitig, wenn er jetzt zum Beispiel einen 150er Basispreis hat von dem Put, dann kann er sich die Aktie einbuchen lassen. Das heißt, er kauft die Aktie günstiger nach. Und wenn er wirklich tiefe Taschen hat, dann kann er im Endeffekt diesen Verlust in der Option aussitzen und kann einfach warten, bis die Aktie irgendwann mal wieder darüber steigt. Das heißt, im Endeffekt gewinnt er so fast immer. Und es ist aber im Endeffekt trotzdem nicht ganz so einfach. Einerseits ist es entspannt, weil es sind wenige Trades als Stillhalter. So ein paar Trades pro Monat genügen, um diese Performance zu erreichen, die ich hier gezeigt habe. Haltedauer 5 bis 30 Tage. Aber das Modell von Warren Buffett ist trotzdem an ein paar Stellen arg vereinfacht. Zum Beispiel bei Apple habe ich mal geschaut, kriegt man keine so eine hohe Prämie. Also ist es schon ein bisschen schwieriger. Man muss auf Sachen achten, wie zum Beispiel implizite Volatilität. Wir müssen schauen, dass wir nicht in die Quartalszahlen reinschreiben, weil dann laufen Optionen sehr stark aus dem Ruder. Stellen Sie sich vor, Sie sind Stillhalter, Sie haben einen Put verkauft, dann kommen die Quartalszahlen. Also müssen wir rausbleiben. Dann müssen wir auf die Laufzeit der Optionen schauen. Und das sind einige Sachen. Und das zeige ich zum Beispiel im Videokurs. Aber eine Sache möchte ich Ihnen heute mal zeigen, zum Beispiel beim Zeitwertverfall. Als Optionsstillhalter profitieren wir vom Zeitwertverfall. Das heißt, jeden Tag, wo wir die Option halten, verdienen wir einfach Geld, ohne dass wir irgendwas machen. Und wir verdienen umso mehr Geld, je näher die Option zum ihrem Stichtag kommt, zu ihrem Expiration, zu ihrem Verfall. Hier geht die Kurve immer schneller. Am Anfang verfällt die ziemlich langsam, 120. bis 90. Tag, und dann verfällt die immer schneller. Und wo arbeiten wir? Also ich jetzt persönlich, ich arbeite zwischen 70 Tagen und 25 Tagen. Warum arbeite ich hier, wo ich doch hier viel mehr kassieren könnte? Und die Antwort ist einfach die, ich nutze gleichzeitig die implizite Volatilität, zeige ich gleich. Also die Volatilität, die Schwankungen, die machen die Prämie. Die Prämie ist mal hoch und niedrig. Aber was mir hilft, wenn die Prämie hoch ist und dann muss die aber auch Zeit bekommen zu zerfallen. Und wenn ich ganz am Ende bin, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit, dass die zerfällt und ich habe hohe Risiken. Und von diesen zwar hohen Gewinnen, aber auch hohen Risiken am Ende bleiben wir lieber weg und gehen hier in den mittleren profitablen Bereich rein. Also ich schreibe immer Optionen im Bereich zwischen 50 und 70 Tagen und profitiere von diesem Zeitwertverfall. Das ist mein real gehandeltes Depot im letzten Jahr. Und ich habe es auch schon früher angefangen, also mit 30.000 hat es angefangen. Also auch in dieser Phase 2022, auch in dem Bärmarkt war ich profitabel. Das sind die aktuellen Positionen. Ganz klares Kursziel bei jeder Stillhalterposition 60% und der Stopp ungefähr bei 200%. Wir sehen jeden Tag, können wir Geld verdienen. Aber ich gehe jetzt mal direkt in das Depot, weil da ist es spannender. So sieht das aus. Dann ändert sich das die ganze Zeit und das sind jetzt meine aktuellen Optionspositionen. Ein paar Sachen sind wichtig. Also hier ist mein gesamter Kontostand und das zeige ich Ihnen das jetzt auch nochmal hier. Performance, wie das so aussieht. Jetzt nochmal live am Konto.
Also das war der letzte Monat, das war jetzt eher schwach, ja, 1% minus, aber finde ich jetzt nicht so schlimm insgesamt. Das war jetzt gerade mal so eine schwierige Phase auch an den Märkten. Sind wir jetzt mit einer Seitwärtsphase durchgekommen, aber insgesamt von 40.000 auf 52.000 im letzten Jahr und wie gesagt, mit 30.000 habe ich gestartet. Und wir sehen hier zum Beispiel das Portfolio Theta. Das gibt an, wenn sonst nichts passiert, wie viel ich jeden Tag verdiene als Stillhalter. In der Position 42 Euro, in der 29 Euro. Und das ist jetzt der tatsächliche Verdienst heute. Manche Positionen gehen halt ins Minus, manche gehen ins Plus. Hier sind jetzt eher so ein paar Minus drin. Aber keine Angst. Also hier sind ganz feste Regeln für mich. Und Sie können es ja auch als im Paper Trading Konto erstmal lernen. Jetzt zum Beispiel. Ich nehme jetzt mal gerade den als Beispiel her, Russell Strangle. Und den habe ich geschrieben vor ungefähr 10 Tagen, wenn wir uns mal den Kurs angucken. Jetzt sind wir hier mit dem Call, also da wird ein Call verkauft und ein Put. Und insgesamt bin ich jetzt fast wieder bei plus minus null, obwohl in der Zeit die Märkte ziemlich stark gestiegen sind. Wenn wir mal hergehen auf den Markt. Dann sehen wir hier, was wir hier eigentlich für eine Achterbahnfahrt mitgemacht haben. Ich habe den irgendwo hier unten geschrieben, den Strangle. Und dann sind die Märkte regelrecht explodiert. Also die Call-Seite, die war hier schon richtig im Verlust drin. Und der Gesamtput war schon ziemlich unter Wasser mit über minus 100%. Aber der Stopp liegt bei minus 200%. Also das sind schon gehebelte Instrumente. Da geht es auch ab und es kann auch mal gegen einem laufen. Aber mit dieser kurzen Korrektur hier, obwohl der Markt insgesamt gestiegen ist, ja, der hat sich ja bewegt, bin ich jetzt mit der Position, hier war es noch minus 55%, genau das war vor ein paar Tagen, bin ich jetzt nur noch bei minus 5,1%. Und der Zeitwert hilft jetzt, dass es jeden Tag theoretisch um diesen Betrag abschmilzt. Und jetzt zeige ich einfach mal zum Beispiel Team, wie wir so eine Aktie auswählen für einen Short Put. Das ist alles Teil vom Videokurs, aber so ein paar Sachen kann ich ja zeigen mal. Ich gucke erstmal hier rein, da gibt es so eine Software hier, Market Chameleon, so eine freie Seite. Kann jeder von Ihnen einfach aufrufen. Dann gehe ich da unter Volatilität, Options, Implied Volatility Rankings, dann komme ich auf diese Seite hier. Und dann sortiere ich erstmal nach den Aktien die teuersten zuerst, weil die teuersten, da kriege ich mehr Prämie. Dann gucke ich auf zweitens auf die Volatilität und dass keine Quartalszahlen sind. Gucke ich die alle durch. Das wird aber Teil des Signaldienstes werden ab 1. Dezember. Aber im Moment gucke ich die alle hier so durch und suche quasi welche raus, die eine hohe Volatilität haben, weil hohe Volatilität bedeutet hohe Prämie. Dann schauen wir uns das mal an zum Beispiel. Da finde ich dann irgendwann mal halt ein Team in der Liste, das eine hohe Volatilität hat. Also Team ist nur ein Symbol. Und hier war die Hauptversammlung, das ist wichtig. Aber die Volatilität ist immer noch relativ hoch, also über 40. Und dann sage ich, okay. Dann gucke ich noch ein bisschen auf den Trend. Muss ich mir hier mal umschalten auf Weekly. Und wir sehen, das war ja mein Kriterium, dass wir so übers letzte Jahr so einen Aufwärtstrend haben. Wir haben zwar so eine Korrektur, aber insgesamt sind wir eher im Aufwärtstrend. Und dann verkaufe ich darauf einen Put. Und das geht alles in der Optionskette. Das können Sie zum Beispiel mit WH Self-Invest machen oder hier mit CapTrader. Sind so ein paar technische Details und würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ungefähr so funktioniert das. Jetzt gehe ich mal hier wieder zurück und wollte fragen, ob es jetzt hier noch weitere Fragen gibt. Jetzt sehe ich gerade, ich habe jetzt aus Versehen die Kamera angelassen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so viel verdeckt. Das war Ja, gibt es überhaupt noch nicht schlimm. Fragen, Irina? Vielen Dank, Okay. Urban, auf jeden Fall. Wir haben auch noch ein paar Fragen zum Schluss.
Eine Frage aus dem Publikum wäre, an welchem Punkt, ach nein, Entschuldigung, das war die falsche. Nee, kann man die Optionsstrategie auch mit Optionsscheinen nachbilden? nee, ganz klares Nein. Und da kommt jetzt auch nochmal meine ersten Erfahrungen, erzähle ich jetzt nochmal gerne. Optionsscheine. Optionen sind keine Optionsscheine. Optionsscheine sind von Banken emittiert und da kann man auch nicht als Stillhalter agieren, sondern man kann die immer nur kaufen. Und ich habe mit Optionsscheinen wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht, fast nur schlechte Erfahrungen, so in den 90er Jahren, weil bei Optionsscheinen musst du quasi, du hast gerade die Umkehrseite von meiner Strategie. Du bist der, der die Aktie kauft und zum Beispiel der hier halt drauf setzt, dass dieser Russell-Index explodiert mit dem Call. Und wir haben gesehen, der Call ist zwar gestiegen und dann würde auch der Optionsschein steigen, aber wenn dann so eine Phase kommt, dann geht es relativ schlecht. Also, und es ist die falsche Seite. Also ganz klar, nee, mit Optionsscheinen geht es nicht. Nur mit Optionen, die an der Börse gehandelt werden. Und genau, und da braucht man am besten so eine Plattform wie WH Self Invest oder wie CapTrader, um dann die Optionen auch richtig zu handeln. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Eine weitere Frage aus dem Publikum. Glaubst du, dass unsere Zuschauer dieses Jahr eine weihnachtliche Jahresendrallye erwarten könnte? Wie ist deine Ja, Einschätzung? glaube ich. Ich habe jetzt gerade ein YouTube-Video gemacht, wo ich den Dr. Jens Ehrhardt zitiert habe. Und Jens Ehrhardt hat ziemlich viele Faktoren gebracht, die ich auch selber so sehe. Zum einen ist es die gute Saisonalität. Dann hatten wir hier so einen Sondereffekt zum Oktober. Da gibt es so einen steuerlichen Effekt, wo viele Fondsmanager mussten hier schwache Aktien abstoßen, um da so einen Steuervorteil zu realisieren, sind dann hier wieder rein. Das heißt, da ist ein bisschen Druck aus dem Markt gekommen. Dann haben wir ziemlich viel Unterstützung von den Zinsen, weil da gab es ja diese Notenbank-Sitzung am 1. November. Es gab die ganze Zeit Zinserhöhungen und immer die Befürchtung, dass die Zinsen weiter hoch sind. Es gibt aber so die leise Hoffnung, dass wir irgendwann mal mit den Zinsen runtergehen. Und deswegen bin ich gedämpft optimistisch für die nächsten 2 Monate. Insgesamt haben wir natürlich schon noch ein paar Belastungsfaktoren, zum Beispiel es droht eine Rezession. Aber, also gerade speziell, einen Faktor habe ich noch vergessen, mit diesen vielen Kursrückgängen hier im September, Oktober ist hier ein hoher Pessimismus gewachsen. Die Leute sind jetzt gerade sehr skeptisch. Und mit dieser Skepsis ist meistens ein guter Boden für weitere Kursgewinne. Und darum hat jetzt auch heute gerade eine Strategie im Feierabenddepot im Sentiment. Die hat jetzt auch nochmal 5 neue Aktien heute gekauft, weil das Sentiment war so negativ und meistens geht es dann eher höher. Also ich würde sagen, ich bin eher positiv gestimmt. Ja. Das ist doch ein wunderbarer Ausblick. Okay. Leider konnten wir jetzt nicht mehr alle Fragen stellen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ihr könnt gerne den Urban auch nochmal persönlich kontaktieren mit der E-Mail im Chat, falls ihr weitere Fragen habt. Es ist Genau. jetzt 19 Uhr und unser Online-Seminar neigt sich dem Ende entgegen. Vielen Dank für deinen Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Frage in der Fragerunde Urban. Ich Gerne. möchte Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, noch den Hinweis geben, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich jederzeit also noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie im Anschluss an diese Veranstaltung per Mail. Ein Aufzeichnungsartikel wird morgen auf der Startseite von Finanzen.net erscheinen. Urban, ich würde dich noch um ein Schlusswort zu unserem heutigen Abend bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern mit auf den Weg geben? Ja, danke, dass Sie dabei waren. Und dadurch, dass es so viele waren, sehe ich ja, dass Sie sehr aktiv sind. Das ist gut. Und in unsicheren Zeiten hilft es mir persönlich, wenn ich klare Strategien habe. Da habe ich Ihnen heute ein paar gezeigt. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das Angebot einfach wahrnimmt und es einfach mal testet. Ich gebe mein Bestes. Garantieren kann man für gar nichts. Und bedanke mich, dass Sie alle dabei waren und danke, Irina, für die nette Moderation. Ja, danke. Ich danke auch vielmals, Urban. Ah. Auch Ihnen, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich freue mich darauf, Sie in einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Danke für die gemeinsame Zeit und weiterhin viel Erfolg. Ja, schönen Abend. Ciao.
Tschüss. Tschüss.